Ohne Floskel, ich komme gleich zur Sache. Nachdem wir letzte Woche einiges an Berichten aus Wien erhalten haben über die Präsentation der Biografie von HC Strache, die Frage an dich, Claudio, was ist dein Eindruck? Hallo zuerst mal zu On The Grid, die Begrüßung soll doch noch sein. Ja, danke lieber Peter, August Peter Zurk, heute mal als Moderator tätig. Er hat mich jetzt gefragt, was mein Eindruck zum heutigen Abend mit HC Strache ist bei der Buchpräsentation. Gut, von gewalttätigen Ausschreitungen habe ich bislang nichts bemerkt. Unten war natürlich ein entsprechendes Polizeidetachement vorhanden, inklusive privater Sicherheitskräfte. Das ist jetzt aber, sage ich mal, Standard, weil immerhin geht es um den Vizekanzler der Republik. Andererseits, was ist jetzt mein Eindruck von der eigentlichen Präsentation? Die war solide, da hat einmal der Leopold Stocker Verlag einiges hingelegt. Was waren eigentlich die besonderen Merkmale? Es gab ja einige kritische Vorbemerkungen über diese Biografie, dass sie sich eigentlich etwas zu wenig mit der Vorgeschichte und anderen eigentlich Eigenschaften oder Historien beschäftigt. Natürlich muss ich das Buch genauso erst lesen wie viele andere auch, aber grundsätzlich ja. Die Biografie konzentriert sich auf einen Zeitabschnitt, das ist der Bereich zwischen 2003 und 2017. Und heute haben eben mehrere Personen, darunter Ursula Stenzel, Mario Kunasek, Philippa Strache und eben der Autor selber, dessen Name mir jetzt blöderweise entfallen ist, daraus vorgelesen. Und die haben eben unter anderem gesagt, um was es ihnen grundsätzlich bei dieser Biografie auch ging. Und bei Ursula Stenzel war es eine persönliche Geschichte, das erste Treffen, dann im Vestibül. Bei Mario Kunasek waren es die Regierungsverhandlungen und die Vorbereitung, wer jetzt als Minister ins Team geht. Bei Strache selber war es die Vorbereitung auf den Parteivorsitz im Jahr 2005, also sprich die Trennung zwischen BZÖ und FPÖ. Und Philippa Strache, die hat halt auch teilweise über sehr persönliche Dinge gesprochen bei der ganzen Geschichte. Natürlich auch ihre Schwangerschaft war jetzt aktuell Thema. Naja, wenn ich Revue passieren lasse, dass wir sind ja glaube ich schon ein bisschen über 300 Folgen, dass wir da eigentlich... Wenn man alles zusammenrechnet, 220, irgend sowas, ja. Na, mit allem drum und dran, dass wir eigentlich ja in der Zwischenzeit einige interessante Personen schon vor der Kamera hatten, direkt oder indirekt, von einem gewissen Häupl bis hin zu vielen anderen auch. Mhm. Was war eigentlich als persönliches Momentum dir heute in Erinnerung? Du persönlich, ich habe jetzt nicht mit HC Strache gesprochen, aber ja, schon. Logischerweise waren da jetzt Dinge wie das Spargelessen kurz einmal ein Thema oder die Wette, die der Strache gegenüber den Kern gewonnen hat. Und der Kern ist ihm bis heute eine Flasche Chianti schuldig. Ja, persönlich, ich will nicht sagen, dass das Ganze eine Lobhudelei ist, aber logischerweise, Strache steht im Fokus und wird hier positiv, auch zeithistorisch positiv aus Sicht der FPÖ dargestellt. Das ist jetzt nun mal das Thema, dass es schwierige Passagen gab, mit denen man sich auseinandersetzen musste, ist eine andere Geschichte. Ja. Wir haben ja heute in Graz auch erlebt, eine Demo, quasi in Graz das erste Mal, eine sogenannte Donnerstag-Demo. Wir hätten geschätzt gute 1200, 1400 Leute, also gute 1200, ne? Auf jeden Fall. Ne? War heute irgendwo erkennbar eine Reflexion, eine Bezugnahme zu dieser Kritik? Hat sich der Autor bzw. das Zentralmomentum zu diesem Thema in irgendeiner Form geäußert? Wenn man so möchte, man hat hier durchaus sich auf Kreisky bezogen, unter anderem auch heute, dass HC Strache sich als Retter des Kreisky-Archivs präsentiert hat. Und Kreisky sagte einmal, die Karawane zieht weiter und die Hunde mögen weiterhin plärren. Ja, ich glaube, ich habe gesagt, die Hunde heulen und die Karawane zieht weiter. Danke für die...
Was ja sehr interessant war, ich habe ja mit dem Grazer und dem steirischen Landesvorsitzenden, aber auch wie gesagt mit einem gewissen Häupl, eigentlich ein bisschen über das kreisgische Credo Leistung und Aufstieg diskutiert. Ne? Sehr interessant, wie sich eigentlich die Parteien für die sogenannten wirtschaftlich Kleinen, ne, mit dem Aspekt auseinandersetzen. Was war heute zum Thema wirtschaftlich kleine Leute, Leute, die fleißig sind, zu merken? Nichts. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich sage es einfach nur so, das war definitiv nicht Thema. Es war das Thema, jetzt brauchen wir in der Reflexion auf 2017 eine starke Regierung, die das Land zum Besseren führt. Also eine Politik für die Österreicher macht, das war immer wieder heute kurz Thema, aber es war jetzt nicht im Sinne für die kleinen Leute per se einen großen Beitrag zu leisten, ein großes Thema an diesem Abend, das muss ich leider negieren. Okay, war sonst, ich glaube die Großindustrie und so weiter war ja dann vermutlich auch nicht das Thema. Gar nicht einmal so, es ging eher um die politische Frage, teilweise um die Methodik der Politik und natürlich auch um das schlechte Image der Politik, weil logischerweise dieser Streit Strache Jörg Haider oder dass eben Strache darüber ein bisschen gesprochen hat aus dem Nähkästchen, wie das da eben damals war, das ursprünglich mit Haider ausgemacht war, sich vorher zu treffen, eine Neuaufstellung der FPÖ zu organisieren, zu besprechen und dann sind sie gemeinsam mit dem Kabas, glaube ich, Hilmar Kabas, ich verwechsel das immer mit Hilmar Karas, das ist von Ottmar Karas, der Bruder, und ich bin jetzt nicht Heinz Brüller. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Es ging darum, da hat es ein Treffen in Wien gegeben, was ausgemacht war. Und der Jörg Haider ist dann aber dort nicht hingekommen, nicht erschienen und war gleichzeitig bei der Präsentation seiner neuen Partei, dem BZÖ, in der Pressekonferenz und ist nach dieser zu den wartenden Herren gegangen und hat sich dort verabschieden wollen. Und das hat halt Strache heute nochmal herausgestrichen, dass das sozusagen auch der Schlussstrich mit Jörg Haider war und das Auseinandergehen zwischen BZÖ und FPÖ damals halt besiegelt hat. Das heißt, wir haben wieder mal eigentlich etwas Merkwürdiges erlebt, dass eigentlich große Bewegungen, große Momentums eigentlich schlussendlich an Inkompatibilitäten von einzelnen Personen bzw. von Tagesverfassungen durchaus, wie heißt so schön, ihre sogenannten Klippen erleben können. Ne? Das ist schon richtig. Ja. Also ein gemeinsamer Bekannter von mir ist und dir ist vor 10 Jahren mit mir mal im Bus gesessen und hat damals die 10% für das BZÖ vorausgesehen und ich war mir damals ehrlicherweise nicht sicher und er hat das durchaus korrekt angesprochen und als dann eben Jörg Haider kurz danach verstorben ist, war das BZÖ de facto nur noch eine, wenn man so möchte, politische Rest Partei, sage ich einmal, ohne große Inhalte, die dann eben 2013 wiederum von der Bildfläche verschwunden ist. So, ich glaube, in diesem Sinne sage ich mal recht herzlich danke, Claudia, weil ich glaube, du hast das ziemlich pointiert, wie gewünscht und erwartet, auf den Punkt gebracht. Und ich glaube, wir werden vielleicht eine interessante Idee verfolgen, dass wir einige vielleicht passende Persönlichkeiten und Personen einladen werden, uns ihre Meinung zu dieser Biografie ebenfalls zu spendieren. Ich bin genauso jetzt baff wie die Zuschauer auch, weil ich es natürlich nicht weiß, ob Rudelei, ja, ich weiß. Aber das ist übrigens der Sinn von Inside Politics und von On the Grid. Der Peter und ich können uns immer Mitgliedersendung überraschen. Ja, ist eine gute Idee. Wäre vielleicht auch ein Thema, dass wir euch einladen, eure Meinung mit uns zu teilen. Ihr könnt das dann an redaktion@insidepolitics.at schicken. Ich blende das hier nochmal ein. Und ich glaube, das ist eine gute Idee, dass man sich damit auseinandersetzt. Außerdem, es endet ja nicht mit der Strache Biografie. Es ist ja auch die jetzt vom Bürgermeister Ludwig in Wien erschienen, zeitgleich. Und da hat es ja schon die rein zufällig. Ja, ist, und da hat es ja schon die böse Spitze gegeben, dass der, wie ist der Michael Ludwig, möglicherweise in Zukunft jetzt SPÖ-Parteimitgliedern empfiehlt, diese Biografie zu kaufen, weil das wäre ein ideales Weihnachtsgeschenk.
Ich meine, wir könnten sie auch machen, vielleicht kaufen wir heute eine, lassen die vom Strache signieren und dann kaufen wir noch eine CD von Matthias Strolz, lassen die signieren, dann haben wir auch schon eine Weihnachtstombola zusammen. Da geht sich schon was aus. Also ihr seht, ich nehme nicht immer alles ernst, was ich sage, aber es ist wichtig, doch ein bisschen mit Humor auch ernsthaft zu bleiben. Und übrigens, wir sind wirklich noch da. Also der Herr Vizekanzler unterschreibt die ganze Zeit hinter uns. Das ist jetzt nicht gefaked. Keine Fake News. So, in diesem Sinne ein herzliches Danke und ich wünsche allen unseren Freunden, Zuhörern, Gästen, Widerstrebenden, Zustimmenden und Sonstigen einen schönen Abend. Besser hätte ich es nicht formulieren können. See ya. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!